Ja, und da sind wir wieder auf der SPS Connect hier auf der Mainstage. Das vielleicht noch zur Erklärung. Wir haben ja zwei Bühnen, also zwei parallele Streams. Sie finden auf der Agenda im gesamten Vortragsprogramm auch noch die Technology Stage mit meinem Kollegen René Travnicek, wo Sie dann auch mal verschiedene Themen, die wir hier behandeln, noch etwas vertieft werden. Also Sie haben da quasi die Auswahl. Und wenn Sie in diesen Pausen, die wir zwischendrin immer wieder haben, vielleicht nicht so ganz sicher sind, was Sie hier machen können, folgen Sie uns gerne in den sozialen Medien. Suchen Sie zum Beispiel auf Instagram nach SPS und da finden Sie uns, dann werden Sie so ein bisschen so auch so, naja, Hintergrunddetails bekommen und so ein bisschen Making-of, wie das Ganze hier funktioniert. Die SPS ja zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Geschichte quasi virtuell als SPS Connect. Denn die Covid-19-Pandemie, die hat uns natürlich alle fest im Griff. Deswegen ist es eben auch so, wie es jetzt eben ist, digital und virtuell. Und das sind eben die Themen, um die es natürlich dann auch geht, die uns ja auch in der Automatisierungsbranche extrem beschäftigen in diesen Tagen. Man hat ja festgestellt, irgendwie geht auf einmal alles digital. Es geht alles viel, viel schneller. Vor einem Jahr hätten wir nie gedacht, dass wir heute so arbeiten, alle in Homeoffices, wie das jetzt plötzlich eben so ist. Und das heißt, man feiert sich ein bisschen, wir loben uns alle, dass das alles so funktioniert. Aber es gibt auch Menschen, die treten ein bisschen auf die Bremse. Und da freue ich mich jetzt auf Dr. Hans Egermeier. Er ist CEO bei der Talsen Team GmbH. Und er wird uns jetzt in seinem Vortrag die Frage diskutieren oder die Wirkmechanismen diskutieren, die zu berücksichtigen sind, damit aus der Corona-Krise nicht eine ganze Krise der digitalen Transformation wird. Freuen wir uns drauf. Dr. Hans Egermeier, der Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die digitale Transformation, Beschleunigungsfaktor oder Blocker? Vielen Dank für die Anmoderation. Das ist wirklich eine gute Frage, was beschleunigt oder was blockiert. Und wir haben heute schon eine Reihe von Vorträgen gehört und es sind schon viele verschiedene Facetten beleuchtet worden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann man da noch dem Ganzen hinzufügen? Wir werden es mal probieren. In den nächsten 20 Minuten werde ich aus einer R&D-Perspektive, aus einer Perspektive der Wissensarbeiter das Ganze beleuchten und wir sehen, wo wir uns beschleunigen können oder uns vielleicht selbst auch blockieren. Eine kurze Einleitung zu meiner Person. Warum glaube ich, eine Meinung haben zu dürfen zu diesem Thema? Ich bin selbst gelernter Maschinenbauer, habe im Bereich Produktionstechnologie promoviert. Das heißt, Maschinenbau und Produktion ist schon mal ein Teil. Ich habe dann lange Zeit in leitender Position in einem Automatisierungstechnikunternehmen gearbeitet. Und der ganze Kit zwischen allem war immer meine Liebe zur Software und zum Software Engineering. Ich bin seit 2016 freiberuflicher Berater, kümmere mich vor allem um Industrie 4.0 Themen und mit meinem Software-Dienstleistungsunternehmen der Talsen Team GmbH auch ganz konkret in der Umsetzung. Das heißt, die digitale Transformation liegt mir ganz am Herzen. Einerseits, weil es mich wahnsinnig fasziniert von der Technologie her, andererseits, weil ich auch wirtschaftlich damit sehr eng verbunden bin. Wie ist meine Verbindung zu Covid-19? Ich denke mal, die haben wir alle irgendwo wider Willen. Einerseits bin ich in Quarantäne. Covid-19 ist in der Schule meines Sohnes angekommen und darf hier sozusagen von zu Hause aus agieren. Andererseits arbeite ich mit meinem Software-Dienstleistungsunternehmen für eines der größten Biotechnik-Labore in Österreich. Wir machen Covid-19-Tests oder beschleunigen diese Tests. Also das heißt, diese zwei Kehrseiten der Medaille sind bei mir auch unmittelbar angekommen. Und schauen wir mal, was wir daraus machen können in den nächsten Minuten und welche Perspektive ich Ihnen vielleicht da noch dazu addieren kann. Ein ganz knappes Statement. Ja, Covid-19 beschleunigt. Man kann das einfach mal so im Raum stehen lassen. Keiner hat Covid-19 gewollt. Es sind schlimme Sachen passiert, wirtschaftlich wie auch menschlich. Aber wenn wir so unter einer Drucksituation sind, dann zeigen sich plötzlich wie im Brennglas Effekte und die wirken nun mal beschleunigend. Ich habe dazu ein sehr schönes Zitat, was ich mir immer wieder vor Augen führe. Ich lese es kurz vor. What impacts our business more than anything else is how we respond to unforeseen events. Circumstances we didn't expect, much less anticipate or develop or plan for. Das heißt, was uns in unseren geschäftlichen Bemühungen, konzentrieren wir uns mal darauf, sehr stark beeinflusst, wenn nicht sogar der Einflussfaktor ist, wie können wir
reagieren auf Sachen, die wir weder vorhersehen konnten, die wir nicht erwartet haben oder die wir nicht planen konnten. Und Covid-19 ist ja genau so eine, sozusagen so ein Circumstance, was keiner von uns so vorhersehen konnte. Und die Gewinner sind definitiv die, die nun schnell reagieren können. Ich denke mal, hier liegt auch die Beschleunigung. Wer sich in einer Situation findet, nicht reagieren zu können, sei sie selbst geschaffen oder sei sie, wenn man schlichtweg ein Geschäftsmodell hat, das einem keine Chance zum Reagieren lässt, dann gilt, dass selbst dieser Ausspruch von mir, Covid-19 beschleunigt uns, selbstverständlich nicht. Aber wenn man reagieren kann, beziehungsweise sich auch die Randbedingungen schaffen kann, um zu reagieren, dann wird man aus so einer Krise durchaus gestärkt hervorgehen können. Wie ist da der Status? Die deutschen Unternehmen empfinden das als durchaus sozusagen nach ihrer eigenen Schätzung, dass sie gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das ist ja eine aktuelle Quelle von einer Unternehmensberatung, also mindestens mal die Großunternehmen oder hier steht auch umsatzstarke Mittelständler glauben tatsächlich diesen Beschleunigungseffekt mitnehmen zu können. Des Weiteren sagen fast alle deutschen Großunternehmen, dass sie sich verändert haben. Und diese Veränderung, sagt eben mehr als 90% der Firmen an, dass sie in der Digitalisierung Gas gegeben haben. Also das heißt, dieser Ausspruch Covid-19 beschleunigt uns. Offensichtlich gilt er für eine Vielzahl von Unternehmen, die es als solches darstellen oder tatsächlich diese Beschleunigung für sich nutzen konnten. Das Ganze ist ein Zitat, ein aktuelles Zitat aus Spiegel Online nachzulesen. Jetzt wäre die Frage, wie muss man denn als Firma aufgestellt sein oder organisiert sein, um tatsächlich dann reaktionsfähig sein zu können? Und ich glaube, hier ist unsere Branche, gerade so im industriellen Bereich, aus dem Maschinen- und Anlagenbau, durchaus nicht natürlicherweise so aufgestellt, um immer schnell reagieren zu können. Wir sind auf andere Faktoren getrimmt und optimiert, weil unser Markt einfach ein bisschen anders ist, als so super schnell zu sein. Das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben eine Entscheidung zu treffen pro Zeiteinheit, einfach mal ein virtuelles Maß. Und diese Entscheidung muss ich möglichst gut umsetzen und ich muss sie auch in einer hohen Stückzahl umsetzen. Das heißt, am Schluss muss ich viel produzieren, viel vom Gleichen, auch wenn die Chargen sicherlich kleiner werden in Zukunft, aber ich muss produzieren in einer repetitiven Art und Weise. Das heißt, wie sind diese Unternehmen häufig strukturiert? Man hat eine Firmenspitze, die delegiert in unterschiedlichen Firmenebenen nach unten und am Schluss kann man mehr vom Gleichen in einer hohen Stückzahl machen. Was ist jetzt das Risiko? Das Risiko besteht darin, dass eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen werden muss, bei dem ich gar nicht genau weiß, ob die Entscheidung richtig ist. Das heißt, ich habe hier ein hohes Risiko, mein Premature Scaling. Das heißt, ich muss mich entscheiden, irgendwas in der Breite, in der Masse zu machen, zu produzieren und weiß noch gar nicht, ob es der Markt überhaupt aufnehmen kann. Beziehungsweise, wenn diese Entscheidung mal getroffen ist, von unten nach oben in dieser hierarchischen Spitze zu agieren, ist auch jetzt nicht besonders schnell und nicht besonders reaktionsfähig. Und wir können, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass unsere Firmenlenker in jeder Situation immer gleich die richtige Entscheidung, die Bestand hat, treffen. Aus der Software-Seite gesehen, Softwareunternehmen sind in aller Regel darauf getrimmt, schnell zu entscheiden. Also sagen wir mal, ein Softwareunternehmen muss eine wesentlich höhere Anzahl von Entscheidungen pro Zeiteinheit treffen, so wie wir es ja auch jetzt in dieser Pandemie mitbekommen. Wir bekommen jede Woche neue Inzidenzwerte, neue Erkenntnisse über den Impfstoff, über Verbreitungsmechanismen. Wir bekommen immer neue Erkenntnisse, die vielleicht Entscheidungen von gestern übermorgen schon wieder komplett über den Haufen werfen. Das heißt, wir sind plötzlich in eine Situation reingeworfen, in der wir schnell entscheiden müssen und uns auch revidieren müssen. Das heißt, hier lohnt sich eher, wenn man eine Organisationsstruktur hat, die genau darauf ausgelegt ist, nämlich in kleineren Einheiten. Sicherlich wird es auch noch einen Firmenlenker oder Lenkerin brauchen. Eine Kommune wird uns auch nicht weiterbringen. Aber der Apparat darunter, die Organisation darunter, sollte eher ergebnisorientiert aufgestellt sein und nicht mengenorientiert. Und vor allem, das zeigen uns auch die großen Internetfirmen wie Amazon, wir sollten damit leben lernen, dass Entscheidungen auch revidiert werden können. Beziehungsweise revidiert werden sollten, sobald man erkennt, dass es vielleicht nicht ganz so clever war, was man da gestern oder vorgestern entschieden hat. Ob man jetzt eher auf der linken oder auf der rechten Seite steht, ist die spannende Frage. Und man kann es mit ein paar Fragen für sich selbst mal ein bisschen austesten, wo man fühlt zu stehen. Und zwar, viele meiner Beratungskunden stellen sich teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt die Frage,
Machen wir das, was die Kunden brauchen, oder machen wir das, was wir besonders gut können? Das heißt, eine hierarchische Organisation wie auf der linken Seite wird wahrscheinlich, gerade wenn sich die Entscheidung als nicht ganz so gut herausgestellt hat, wahrscheinlich eher das machen, was sie kann, weil sie kann ja so schnell gar nicht aus. Dann dürfte die Frage sein, können wir das, was unsere zukünftigen Kunden brauchen, eigentlich abbilden? Ein spannendes Beispiel wäre zum Beispiel OPC-OA oder OPC-OA over TSN, echtzeitfähiges Ethernet. Können wir das? Werden es die Kunden in Zukunft brauchen? Und wenn sie es brauchen, können wir es dann? Und vor allem, können auch genügend von uns in diesem Feld, in diesem Technologiefeld agieren, dass wir auch schnell genug sind? Also, dass nicht nur ein einziger Mohikaner an diesem Thema arbeitet in irgendeinem Innovationslabor, sondern sind in der Lage, das Ganze organisatorisch so aufzufangen, dass wir richtig schnell sind. Und dann natürlich die Sammelfrage, lässt uns quasi unsere Mannschaft zu, dass wir schnell genug reagieren können, dass wir schnell genug auf Veränderungen und Anforderungen, ja, uns adaptieren können. Die Antwort liegt in den Leuten, in der R&D-Abteilung, in unseren Wissensarbeitern selber. Warum ist es hier so wichtig? Warum ist es deswegen so wichtig? Weil die digitale Transformation sehr viel in sozusagen in digitales Wissen umsetzt oder in nicht greifbares, in Softwarewissen. Und damit werden auch die Berufe, die sich mit Wissensarbeit beschäftigen, die Ingenieure, die Programmierer, die Applikationsingenieure, die Webentwickler, die Cloud-Technologen, die IT-Administratoren, sind alles Wissensarbeiter, werden einfach immer wichtiger. Und für diese Leute gelten besondere Regeln. Und wenn wir die beherzigen, dann werden wir von innen heraus reaktionsfähig und können auf sowas auch schnell reagieren, können schnell unseren IT-Apparat umwerfen, um auf eine Pandemie, vielleicht wie Corona, auch sehr schnell reagieren zu können. Das heißt, die Reaktionsfähigkeit, die wir alle so wollen, beginnt bei jedem Einzelnen und nicht in der Masse. Nicht im besseren Prozess, sondern jeder Einzelne muss es wollen, verstehen und auch handwerklich umsetzen können. Und wenn man sich diese Frage stellt, machen wir das, was wir können oder das, was wir eigentlich brauchen? Da gibt es eine gute Aussage, die mir sehr gefällt, weil ich sie im Tagesgeschäft auch häufig gut erlebe oder sehe. Mitarbeiter, die aus irgendeinem Grund Angst vor irgendwas haben, Angst vor dem Chef, Angst vor der Situation, Angst vor der Kündigung, Angst vor Veränderung, werden sich nicht verändern, sondern sie werden bei dem bleiben, was sie gut können und damit die Organisation ein Stück weit, was im Sinne einer Graswurzelbewegung, zwingen, das zu tun, was man kann und nicht das, was man braucht. Wie kann man dagegen vorgehen? Was kann man ändern und wie kann man es vor allem erkennen, wo man steht? Umsetzungsteams haben häufig eine große Spreizung, eine große Kompetenzspreizung. Und viele Chefs oder wir als Chefs sind ein Stück weit dafür verantwortlich, dass wir große Unterschiede zulassen. Wir stellen uns einfach vor, ich gebe einem Mitarbeiter eine Aufgabe, ein SAP-Modul zu programmieren, ein IoT-Gerät einzurichten, eine kleine Software zu schreiben. Und dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin macht die Aufgabe gut. Das heißt, ich werde beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich die gleiche oder eine vergleichbare Aufgabe wieder diesem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geben und damit sein Wissen in diesem Bereich vertiefen. Die Frage ist, kriegen die anderen Teammitglieder das im Linienteam oder im Projektteam denn auch mit? In aller Regel nicht. Dieses Wissen der Wissensarbeiter bleibt in den Köpfen und schlummert da, kann zwar schnell abgerufen werden, aber leider nur von einer Person. Und jetzt stellen Sie sich vor, da gibt es einen makaberen Faktor, das ist der Busfaktor. Wenn von Ihrem Projektteam heute in der Früh ein Mensch vom Bus überfahren wird oder sagen wir, er muss in die Corona-Quarantäne und ist nicht mehr verfügbar für das Projekt, bleibt Ihr Projekt und Ihre Entwicklung dann stehen oder stockt diese oder kann sie ungehindert weiterlaufen? Wenn der Faktor 1 ist, also ein Mitarbeiter reicht aus, um irgendwas zum Stocken zu bringen, dann haben Sie ein hohes Risiko, dass es auch tatsächlich irgendwann wirklich zum Stocken kommt. Was macht man dagegen? Man versucht, diese Expertenprofile, die sehr tief und steil sind und quasi nach links und rechts wenig Spielraum lassen, einfach ein Stück weit aufzuweiten. Man nennt diese Profile dann T-Shape. Also sprich, ein Mitarbeiter ist in der Lage, einen anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus dem Team zu begleiten, zu unterstützen, ein Review zu machen und damit insgesamt das Wissen im Team auch besser anzuwenden und die Lösungskompetenz anzuwenden. Und der nächste Schritt, und dann sind wir sozusagen bei dem Team, man kann dann Full-Stack-Team sagen oder man kann ein agiles Team dazu sagen, wenn alle Mitarbeiter so weit von ihren Profilen gereift sind, dass sie sich gegenseitig wirklich auch handwerklich unterstützen können. Das heißt, wir müssen heute ein Thema in die eine Richtung machen. Wir stellen fest,
hat nicht so richtig gut funktioniert. Der Markt nimmt es nicht an oder der Bedarf ist doch nicht so wie ursprünglich vom Vertrieb kommuniziert. Dann kann das Team mit Vollgas auch in eine andere Richtung gehen. Nämlich in dem Sinne, wir müssen dann nicht das machen, was wir können, sondern wir können ein so breites Kompetenzprofil abdecken, dass wir das tun können als Entwicklungsteam, was wir brauchen. Es gibt viele Möglichkeiten, jetzt in diese Richtung zu kämpfen. Sie kennen bestimmt viele davon. Sie richten ein Wiki ein für Ihre Mitarbeiter, Sie geben Zeit zum Selbststudium, Sie machen Reviews, Sie machen interne Trainings oder Präsentationen, Sie machen externe Trainings oder mit externen Dozenten oder Sie lassen paarweise arbeiten. Das alles hilft Wissensarbeiter, ja, sozusagen Wissen aufzubauen, Wissen zu verteilen. Allerdings haben diese Formate alle ein kleines Problem. Die Reviews kommen zum Beispiel immer zu spät für Selbststudium. Wer hat dafür Zeit? Präsentationen klingen immer gut in dem Moment, wo man sie hält, wenn man am Arbeitsplatz ist, nicht. Und paarweises Arbeiten verteilt halt bloß Wissen in diesem Pärchen. Es gibt eine Form, die hat sich für uns extrem gut bewährt, um Wissen zu verteilen, um genau diese Wissensarbeiter flexibel zu halten und genau diese Reaktionsfähigkeit zu erzeugen, die wir brauchen. Dieses Format ist ein paarweises Arbeiten mit einem sogenannten Driver und Co-Driver. Dieses Pärchen arbeitet konkret an einer Aufgabe. Aber der spannende Punkt ist, das, was die beiden Herrschaften oder Damen da produzieren, ist von einem Diskussionsraum aus laufend sichtbar und diskutierbar. Das heißt, sie verteilen das Wissen nicht nur in diesem Pärchen, sondern im ganzen Team. Und das Team kann über die Qualität dieser Lösung, was da passiert, ein kleines SAP-Modul ausprogrammieren oder auskonfigurieren, einen kleinen Code erzeugen, ein Werkzeug anwenden. Und kann auch die Qualität und die Geschwindigkeit diskutieren. Mit einem Coach wird dieser Diskussion eine Richtung gegeben. Nach kurzer Zeit wird gewechselt und es findet so eine Art Ringereispiel statt. Das heißt, jeder darf mal diskutieren, jeder darf mal sich selbst beweisen. Auf diese Art und Weise können Sie aus Single-Source-Experten ein Team machen mit einem breiten Kompetenzprofil. Und genau dann sind Sie in der Lage, nicht nur das zu tun, was einzelne Experten können, sondern das, was Sie brauchen. Und vielleicht noch zum Abschluss, weil es auch noch eine ganz wichtige Botschaft ist, die ist ein Stück weit aus dem Startup-Umfeld entlehnt. Ich finde sie aber auch für etablierte Unternehmen immer sehr, sehr wichtig, sich in diesem Bereich wieder an die Nase zu fassen. Wenn Sie auch die Frage, wir tun das, was wir können und nicht das, was wir brauchen, ein bisschen ins Zögern kommen, wo Sie wirklich stehen, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, über diesen Satz Start Stopping Faster. Wie können wir schneller Aktivitäten, die nicht so gut laufen, so einstellen, dass wir unsere Kraft in die Aktivitäten umlenken können, die uns weiterbringen? Sie kennen alle das Problem. Sie haben vielleicht Geräte im Feld draußen. Sie haben Software geschrieben, die nicht mehr so richtig gut ist. Die eine Architektur hat, die nicht mehr so richtig gut ist. Irgendwas haben Sie entwickelt, was nur bei wenigen Kunden zum Einsatz kommt und da auch nur so lala. Vielleicht haben Sie auch was in der Entwicklungspipeline, was schon kurz vor der Veröffentlichung eigentlich von dem Strom der Zeit überholt wurde. Und wie gehen Sie damit um? Lassen Sie politische Ränkespiele das Feld oder sind Sie in der Lage zu sagen, nein, wir werfen quasi dem schlechten Geld kein Gutes hinterher und wir werden hier umsteuern gemäß der Situation, die sich vielleicht auch tatsächlich über Nacht oder in sehr kurzer Zeit verändert hat. Haben wir ja auch schon in den vorherigen Vorträgen gehört. Unsere Veränderung ist exponentiell. Also sprich, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Entscheidungen von gestern heute revidiert werden müssen und wir dann schnell in die Bremsen steigen müssen. Wie kann man sowas organisatorisch machen? Einerseits natürlich, wie gesagt, ein Team, das in der Lage ist, überhaupt umzusteuern, inhaltlich. Aber von der Vorgehensweise hat sich hier bewährt, wir machen eine kleine Annahme von dem Wissen, was wir heute haben. Diese Annahme bauen wir um in eine Hypothese. Also sprich, der Unterschied zwischen Annahme und Hypothese ist, eine Hypothese können Sie messen und überprüfen, ob sie wahr ist, ob sie ein Wahrheitsgehalt hat, ob sie richtig war. Das heißt, bis wann macht welche Änderung welchen Nutzen in welcher Größenordnung? Und dann kommt die eigentliche Kunst. Dann planen wir nicht ein großes, schwergewichtiges Projekt mit einer Entscheidung, die uns wieder in eine frühzeitige Skalierung bringt, die ein hohes Risiko hat, sondern Sie müssen mit Ihrer Mannschaft den nächsten kleinen Schritt gut festlegen. Das heißt, was ist der nächste kleine Digitalisierungsschritt? Was ist der nächste kleine Schritt im Ausbau Ihres ERP-Systems? Was ist der nächste kleine Schritt im Ausbau Ihrer IoT-Struktur und Landschaft oder Ihrer Cloud?
nicht die große Lösung, von der immer nur alle träumen und die man erreicht, sondern was ist der nächste kleine Schritt, der unmittelbar Nutzen stiftet. Das heißt, ein kleiner Prototyp, um Unsicherheit rauszunehmen, eine kleine Produktergänzung, um sofort Kundenmehrwert zu generieren oder eine kleine Prozessveränderung, die Ihnen sofort hilft, Kosten einzusparen, Wege abzukürzen, vielleicht auch Zeit einzusparen. Dann kommt der Schritt, dass gemessen wird. Das heißt, Sie können die Hypothese jetzt überprüfen. Hat es funktioniert? Ja, nein. Und dann wird gelernt. Und wenn es dann zu dem Schluss gekommen wird, oder wenn dann zum Schluss gekommen wird, so gut war es nicht, haben Sie nicht viel Geld investiert. Sie können sofort das Ruder rumreißen und in eine andere, vermeintlich bessere Richtung marschieren. Das heißt, zusammengefasst, wenn wir nicht beschleunigen und nicht in der unglücklichen Lage sind, es gar nicht tun zu können, sondern eher in einer selbstbestimmten Situation agieren, und ich glaube, für viele Maschinenbauer, Anlagenbauer und Industrieunternehmen gibt es durchaus massiven oder großen Handlungsspielraum, dann ist für mich sozusagen der Beschleunigungsfaktor, der wesentlich ist und dass es nicht zum Blocker wird. Wir müssen in eine Richtung einer reaktionsfähigen und softwarekompetenten Organisation kommen. Also sprich, keine steilen Top-Down-Hierarchien, sondern wir müssen in der Lage sein, schnell umzusteuern und in einer konstanten Art und Weise unsere eigene Mannschaft, unsere Wissensarbeiter, von denen wir am Schluss alles abhängt, Software und IT-Systeme fallen ja nicht vom Himmel, eine maximale Lerngeschwindigkeit ermöglichen. Soweit mein Blick auf die Dinge zu Covid-19, was wir daraus lernen können und die Gunst der Stunde zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Kommentare und Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egermeier. Jetzt ist Ihr Vortrag ja überschrieben mit Beschleunigungsfaktor oder Blocker, Fragezeichen. Wir haben eine Wirtschaft, die momentan am Boden liegt. Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Kann man denn da überhaupt so, gerechtfertigt von einem beschleunigenden Faktor sprechen momentan? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich denke mal, wenn wir heute Hoteliers fragen oder Künstler fragen oder Leute, die von den Lockdowns unmittelbar betroffen sind, definitiv natürlich nicht. Ich glaube, hier sind wir genau in der Situation, diese Personen, diese Unternehmen können nicht reagieren oder kaum reagieren. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass mir Aufträge wegbrechen, Kunden wegbrechen, mag ich das als Unternehmen sicherlich auch nicht als Beschleunigung empfinden und entsprechend sozusagen wehklagen, dass mich diese Pandemie genau blockt, dass ich jetzt keine finanziellen Mittel habe, um R&D-Teams auszustatten, um loszutigern. Aber ich glaube, genau darin liegt jetzt die Situation, stehe ich mir selbst auf den Füßen oder nehme ich einfach das Heft des Handelns in die Hand, backe eben kleine Brötchen, aber sofort und es eben sehr gezielt, um sofortigen Nutzen zu stiften. Und damit ist sozusagen diese Pandemie als Beschleunigung zu sehen im Sinne eines Brennglases, dass ich einfach sehe, was nicht gut läuft. Jetzt habe ich keinen Spielraum mehr. Jetzt verstecken mir die Boomjahre oder Boomzeiten nicht meine eigenen Schwächen und Lücken. Jetzt wird es offengelegt und jetzt ist die Zeit zu handeln. Und dann werden sie sich beschleunigen. Vielleicht werden Sie es nicht sofort merken, aber ich bin sicher, in dem Moment, in dem alles wieder, jetzt ist ja greifbar durch den Impfstoff, in dem Moment, wo alles wieder ein Stück weit einen Zahn zulegt, dann werden genau diese Unternehmen den Beschleunigungsfaktor sehr gut spüren. Sagt Dr. Hans Egermeier, CEO der Tyson Team GmbH. Vielen herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Dankeschön. Wir sind hier auf der SPS Connect. Sehr schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Wir haben auch eine ganze Menge für Sie noch heute vorbereitet, gerade dann zum Nachmittag hin. Können Sie sich schon darauf freuen, was wir da genau für Sie planen? Wir haben noch einige Highlights, das verrate ich Ihnen in ein paar Minuten. Thank you.
virtuell, komplett digital und alle Elemente, die Sie von der richtigen SPS, nenne ich es einfach mal so in Anführungszeichen, in den vergangenen 30 Jahren auch so kennen, normalerweise in den Nürnberger Messehallen, die haben wir natürlich auch hier in digitaler Variante für Sie eingebaut, nämlich die Roundtables. Kennen Sie? Gibt es diesmal natürlich auch, findet natürlich auch digital statt, heute zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr. Da können Sie sich jetzt anmelden und zwar einfach in der Eventagenda, wenn Sie nach Roundtables filtern, suchen Sie das raus, was Sie interessiert. Und dann heißt es vor allem auch schnell sein, denn die Roundtables, die sind begrenzt jeweils auf 50 Teilnehmer. Also klar, wie nach dem Windhund-Prinzip funktioniert das Ganze. First come, first served. Klicken Sie sich rein, suchen Sie sich die Themen aus, die Sie interessieren und dann geht es in eine kleine Mittagspause und um 13 Uhr dann in die Roundtables und um 13.35 Uhr sehen wir uns dann hier wieder im Stream und dann freuen wir uns auf das Thema Gaia-X. Gaia-X haben Sie vielleicht schon mal sicherlich gehört, bin ich überzeugt von, denn da gibt es ja alle möglichen Begrifflichkeiten. Man redet von einer europäischen Cloud, die da aufgebaut werden soll. Wie da der aktuelle Stand der Dinge ist und was damit genau auf sich hat, all das dann um 13.35 Uhr hier bei uns. Schöne Mittagspause.